Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Servervorstellung, diesmal von factions.pvp.eu. Das ist scheinbar ein Faction-PvP-Server, wie es schon im Titel sagt. Und ja, wir werden gut begrüßt. So, ja, das Spawn ist eigentlich nett. Jetzt nicht so viel gesehen unten, aber oben sieht man recht viel. Viele Hühner. Okay. Sehr willkommen. Also sind jetzt gerade nur 5 Spiele, glaube ich, online gewesen. Man sieht nicht mal die Spiele, das ist auch gut zu einem PvP-Server. Und wir sind die Eierprofis. So, jetzt gehen wir Eier werfen. Wir müssen scheinbar hier rein und sind dann nirgends. Jo, jetzt weiß ich natürlich nicht wo. Ur RPG Factions 4 online. Skyfight. Server Lobby, kann man nichts machen. Ah, ich bin nicht whitelisted. Oh, okay. Ja, dann kann ich natürlich nichts vorstellen. Ah, okay. Trotzdem. Etwas geht. Okay. Ja, wenn man so eine irrtümliche Nachricht bekommt, ist es natürlich klar, dass man das nicht versteht. Aber gut. Das ist nicht schlimm. WK, okay. Playershop, Allianz, was? Auktion hier, Webstore, Monthly. Nichts mehr drin. Packchest, spezielle Item. Bounties? Ah, Bounties ist eigentlich sehr interessant. Monster Bastard. Ich will etwas, was ich relativ gut machen kann. Ja, gib mir einfach das. Okay, jetzt haben wir das aktiviert und jetzt müssen wir 8 Skelette töten. Ja, ich habe keine Waffe noch. Jetzt können wir mal kurz schauen, ob die Fairness hier nicht drin ist. Minecraft. Ich konnte das Grüne nicht so gut lassen. Skyfight, The Iceland oder so, das. I-Hail Insight Testing Nethergod X. Okay. So. Haben wir irgendwo einen Shop oder so? Da müssen wir jetzt direkt mit der Diamantenspitzhacke. Blacksmith. Du kannst doch irgendwas machen, oder? Ja, Magnetit. Magnetit. Okay. Ja, wir brauchen also Magnetit. Den haben wir auch nichts. Also es könnten jetzt überall Spiele sein. Ja, da kann man nicht raus. Da ist Barrier. Vielleicht bei dem noch reden. Das ist noch ein Spieler. Xwoker. Immortal. Nee. Perks können wir vielleicht noch kurz schauen. Also sehr schön gebaut. Der Server hat mit 200 Slots die meisten Slots. Also Dragos Server, also Drago, der hat unendlich Slots. spielt noch niemand drauf, weil ich momentan inaktiv bin. Ja, ist doch egal. Ich werde schon nicht sterben, ich bin ja ein Pro. Okay. Ich bin wahrscheinlich so ein Bob und sterbe 20.000 Mal in diesem Part. Nee, wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter weg. Es muss ja niemand wissen, dass ich jetzt gerade ein Video aufnehme und so. Ich bin ja so unbekannt. Ja, ich habe gesehen, dass viele auch selber Vorstellungen plötzlich machen. Also, ich würde das gerne machen. Für mich ist es nicht so schlimm. Aber ich finde einfach toll, dass es so viel Unterstützung gibt auf YouTube. Ich weiß nicht, wie lange das schon ist, aber schon wahrscheinlich ein paar Jahre, oder? Ich bin natürlich nicht der Erste, der selber Vorstellungen macht.
und habe dadurch natürlich auch nicht so viele Aufrufe. Ist ja klar, aber ich mache das gerne und ich mache es nur, weil ich es gerne mache und weil ich euch natürlich auch selber vorstellen möchte. Und ich schaue nicht auf die Aufrufe, dann bin ich halt weiter hinten. Aber ich hoffe, dass es trotzdem euch hilft, selber ohne es einen selber bekannter zu machen. Es geht ja um euch und nicht um mich. Die Bäume sehen sehr interessant aus mit diesem Schmuck. Da haben wir auch immer solche Berge, die sind auch irgendwie platziert mit Wörterdit. Das sieht man. Aber dennoch viel eigentlich selber gebaut. Also die Bäume sind nicht so gut mit Wörterdit zu bauen, aber man sieht irgendwie, die Berge sind schon ein bisschen wörterdidet. Aber das ist nicht so schlimm. Ich werde auch bald ein Let's Play machen von Lyria. Ich glaube, es heißt Lyria. Das ist ein Free Roleplay PvP-Server, wo ihr auch selber bauen könnt und alles Mögliche möglich ist. Aber pst, es geht jetzt um diesen Server, der nicht so viele Monster hat, leider. Und ja, dass man vielleicht eine Anfängerwaffe hat, wäre noch gut. Aber wieso nörgle ich jetzt eigentlich über einen PvP-Server, weil es ist ja eigentlich. Ja, es ist ja nicht nörgeln, aber es ist einfach ein bisschen leer. Ich hätte am Abend, also auf PvP-Server komme ich eher am Abend wahrscheinlich dann besser. Aber ich habe so ein bisschen Angst gehabt und ich wollte jetzt schon Server vorstellen. Deshalb ist es einfach morgen. So ungefähr 9:13 Uhr. Okay. Also wir haben ein paar Sachen, aber nicht das, was ich möchte. Ein Zelt aber. Kann ich da mal die Spitzhacke vorne tun? So. Ja, man findet immer Schrott oder Essen. Aber gut. Ja, jetzt langsam müssen wir aber das essen. Mal nehmen wir mal das Schlechte, weil ich es wahrscheinlich nicht backen. Und das bessere Essen brauchen wir dann wirklich PvP. Ist das jetzt eigentlich wieder das Spawn oder ist das? Geh jetzt mal nicht dorthin. Jetzt wieder in die Richtung, ein bisschen weiter weg. Ja, geht noch einige Zeit, sorry. Jetzt. So. Okay, 5000 fürs Voten. Ja. Also scheinbar ist es ein. Ja, Obsidian. Okay. 64 Obsidian. Okay. Das ist schon mal gut zum Hochbau, also zum wirklich Fliegen. Aber die haben wahrscheinlich so gute Spitzhacken, dass das Obsidian sofort weg ist. Und das bringt natürlich dann auch nicht. Wenn wir am Arsch sind, dann sind wir am Arsch. Ja, noch mehr Obsidian. Yay! Okay, Challenge accepted. Sammle Obsidian. Oh, schönes Lagerfeuer. Ich klaue jetzt alles von diesem Server, aber finde keine Spiele. Oh. Ich glaube, ich lege alles in eine Kiste dann wieder. Und der, der die Kiste findet einfach mal alles. Oder ich werde mehrmals ja kommen, also. Ja, mal schauen. Also, jetzt bin ich dann bald voll, dann tue ich die Sachen in eine Kiste rein tun. Ja, ich muss ja nicht mehr mitnehmen. So. Die Gebiete ändern sich auch ein bisschen. Das ist toll. Eine Map gibt es leider nicht, wo das sich ein bisschen vorstellt. Ja, Stein sollte ich schon nehmen. Ich würde einfach TNT zünden, wenn ein Spieler kommt. Ah, okay, verstehe. Die Waffen sind gepusht. Okay. Ja, leider keine Spieler online, die jetzt gerade hier sein könnten. Gehen jetzt einfach immer weiter weg. Okay, die Fische sind echt gut. Aber
zu wenig. Oh, ein Turm. Das könnte jetzt ein Monster-Versteck sein. Schauen wir mal. Also ich sehe eigentlich auf YouTube wahrscheinlich viel professionellere Let's Plays. Naja, also Vorstellungen meine ich. Und ich bin einfach einer, der natürlich eher auch schaut, dass die Videos auch etwas beinhalten, was ja typisch für einen Mensch ist, oder? Also würdet ihr auf den Server schauen und ja, euch vorstellen würdet, was es so gibt. Aber ich könnte dann auch professionelle machen, muss einfach viel mehr Zeit investieren und das kann ich kaum. Gestern auch schon gedacht, ja, wenn ich jetzt auch noch livestreame und danach noch Job habe, dann wird wahrscheinlich sehr wenig von Flavor-Vorstellungen kommen. Aber das habe ich mir anders gedacht. Ich werde die Anzahl Server-Vorstellungen lassen. Ich schaue jetzt wieder ein bisschen öfters auf Aufrufe, was ihr sehen wollt. Auf Like-Anzahl. Nicht so, aber auch. Aber dass ich einfach so effizient für euch, so gut wie möglich für euch, euch die Videos bringe. Es bringt ja nichts, wenn ich ein Projekt mache, wo 5 Zuschauer sind zum Beispiel. Wenn an einem anderen Video über 100 sind. Dann bringt es ja gar nicht, das mit 5 zu machen. Die 5 Leute würden wir jetzt wahrscheinlich nicht zerstören wie die 100 Leute, oder? Und deshalb muss ich einfach schauen, dass halt momentan vielleicht nicht so viele Projekte gehen. Zum Beispiel Last Epoch hat plötzlich einen OBS-Fehler, dass nur noch das OBS aufgenommen wird und das Spiel im Hintergrund nicht. Und in den Vordergrund gerät das Spiel auch nicht mehr. Das ist leider jetzt mal down, kein Let's Play mehr. Und ja, GTA Online, das ist halt einfach wegen dem Ghost Founder, dem tun ich halt sehr viel machen. Weil mich auch ein bisschen zwingt, also ein bisschen einfach die Lust hat, mit mir das zu machen. Deswegen ist es ja nicht, wenn er Lust hat, aber wenn ein anderer Lust hat, mit mir Videos aufzunehmen, würde ich das auch machen. Aber ich kenne ihn halt sehr gut. Also wer Obsidian braucht, diese Kiste bei diesem Turm. Wenn jemand weiß, wo das ist. Endlich. Dezi. Das ist Dezi. Naja. Decima. Boah, der Mars, ja. Ich sehe nichts mehr. Es ist zu dunkel. Also, nein, nicht Kartoffeln. Jetzt essen wir Fisch. Ja, Fisch. Fisch ist gleich. Nicht weiter sagen, aber Fisch ist Fleisch. Der Vogel auch. Auch Reptil. Auch Insekt. Ja, ja, da freuen sich alle, dass sie Heuschrecken futtern dürfen oder können. Und merken so, ja, das ist ja gar nicht veganisch. Jetzt muss ich wieder aufhören. Ich hab mich so verliebt in diesen wunderbaren Geschmack von geröstetem Insekt und dann, oh, es ist kein Fleisch. Ja, jetzt sind wir in einer Art Sackgasse, gut. Was könnte ich noch erzählen? Also es geht jetzt eigentlich nur noch ums Erzählen. Spiele finde ich so nicht. Außer man hat irgendwo Ding. Ich bin jetzt einfach schneller unterwegs. Nehmen wir die einfach noch mit, damit wir auf Nummer sicher sind und immer nur heilen. Und abhauen irgendwie. Ja. Kisten sind wahrscheinlich auch eher Zufall. Ich kann jetzt. Okay, kein Fall schon. Ja. Also ein Spiel finden wir wahrscheinlich nicht mehr. Habe gar kein EXP-Tank mehr. Geschwindigkeitstank vielleicht nehmen. Ist auch Geschwindigkeit gewesen, okay. Jupp. Da habt ihr leere Glaslaschen.
Ja, ich werde jetzt einfach ständig selber Vorstellungen machen, dann werde ich auch ein bisschen berühmter. Ist bei YouTube halt immer so, dass die mit wenig Aufrufen überhaupt nichts erreichen können. Und ich bin wirklich jetzt nicht abhängig von YouTube. Ich ja, muss jetzt nicht unbedingt groß werden, nur für die Motivation natürlich. Wenn ich jetzt einen Job habe, nur ungefähr 4 Stunden oder so, dann verdiene ich 100.000 Mal mehr. Und dann kann ich natürlich auch bessere Videos machen und dann kann ich mir auch mehr Mühe geben. Und die Leute finden es dann besser und dann geht es auch alles besser. Aber wenn ihr das nicht macht, wenn ihr da immer auf Erfolg giert, dann habt ihr eigentlich das Problem, dass ihr einfach euch zu viel Stress bringt und jetzt gar nicht so viel für die Community macht und so weiter. Das ist ja natürlich auch Arbeit, ist Arbeit, Arbeit. Ha, ich schwäche die Gegner. Sehr gut. Ist ein Wurftrank. Verweiltrank. Also bitte. Weg damit. Ja, okay, es ist eine Art Wurftrank oder Verweil, aber es bleibt auf dem Boden. Ja, eigentlich hätte ich schon mitnehmen sollen. Aber nein, ich finde keine Spieler, deshalb. Aber wenn hier Factions sind, können die nicht bauen? Also für mich sind ja Factions Kais, also Königreiche. Es sind einfach Gruppen, okay. Ja gut, ist es wenig interessant gewesen natürlich. Aber dennoch, ich mache Servervorstellungen von jedem Server, egal ob es PvP ist. Oder Festival, Event oder so. Also Freebuild, Citybuild, Jump'n'Run gehen auch. Und ja, jetzt gehe ich eigentlich wieder ziemlich an den Spawn oder einfach mal hier rechts herum. Gehen wir noch mal ins Haus, also ein anderes, einen anderen Turm. Glaub, hier waren wir nicht, oder? Waren wir hier? Also es waren zwei Gebäude am Anfang. Könnte es sein? Secret 2. Ja, komm, das kann ich spielen. Da ist sicher auch noch etwas. Ja. Ah, da war einmal perfekt. Immer diese Heilung, man braucht schon Heilung. Niemand. Okay, folge dem Redstone. Wow, gutes Secret. Okay, schon ein bisschen besser, aber. Es ist viel zu leicht. Das können die noch ein bisschen besser machen. Ich habe es direkt gefunden. Aber es sind einfach nur Kisten. Es ist, ja. Es ist halt schwer. Es ist Arbeit, Secrets zu machen, aber nicht einfach nur Kisten platzieren. Das ist ein bisschen, ja, mickrig. Aber gut. Ihr habt sicher andere Dinge auch zu machen. Ja, Lava muss ich jetzt eigentlich nicht mehr haben. Kartoffeln weg. So. Also ich denke, ja, das war's. Ja, jetzt muss ich ja wieder weg, sonst ist das Spiel dann plötzlich da. Ich gehe, glaube ich, runter und beam mich dann hoch mit Enderperle, falls mal irgendwas passiert. Ja, loggen wir uns hier aus. Werden wahrscheinlich wieder am Spawn sein. Das werden wir gleich mal schauen, ob sie es gemacht haben. Ja, das ist gut. Also selber, ja, positive Meldung von mir. Macht Spaß.
Ich bin nicht so der PVB-Typ, aber wenn Leute PVB mögen, schaut mal vorbei. Und ja, hier seht ihr noch die anderen Vorgestellten von 1.12.2. Falls ihr Lust habt, einen Server mir zur Verfügung zu stellen, also einfach die IP geben und ein bisschen erklären, was es ist, dann dürft ihr das gerne in den Kommentaren tun. Ich werde mal noch das Kommentar von den letzten zwei Videos nochmal posten, damit ihr nochmal seht, was ich genau meine damit. Und ja, wünsche euch viel Spaß mit anderen Vorstellungen oder anderen Videos von mir. Wenn ihr nicht wollt, dann ist es mir auch nicht so schlimm. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!